Allerdings, warum legt der Schneemann jetzt eigentlich keine Schneesohle? Jetzt bin ich irritiert. Herr Was? Boss, Herausforderung Ja, genau, Challenge akzeptiert. accepted. Ja, Ja. genau. Ja, und wie gesagt, des Weiteren ist jetzt auch das Claim-System umgestellt worden, was ja bei uns für Probleme sorgen kann. Bei jedem Claim-System? Kleinen. Fragezeichen? Claim-System? Fragezeichen? Content-ID-Treffer etc., PP, Strikes und alles, was da im schlimmsten Fall mit zugehört. Keule, warum machst du keinen Schnee? Was mache ich schon Oh, hier wieder bin ich. falsch? Das soll ja auch umgestellt werden, beziehungsweise für die Amerikaner ist es schon umgestellt und dort hagelt es gesperrte Kanäle wie sonst was. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, ist ja auch wunderschön, ne? Ja, dann würde ich doch mal sagen, dass es langsam an der Zeit ist, dass sich da mal ein Licht am Ende des Tunnels auftut. Hat Ja. keiner gesehen. Vielen herzlichen Dank. Ich habe Oh. gestern mal zum Spaß gemacht und durchgerechnet, was eine Alternative kosten würde. Sagen ja viele, es wird Zeit, dass eine Alternative kommt. Zu dem Claim-System. Bisher war es ja so, man konnte ja in irgendeine Datenbank, wenn man was Urheber von irgendwas war, das eintragen und konnte dann sagen, hey, das ist meins. Ja. Das nette Fair Use, ich bin da jetzt nicht ganz sicher, lass mich doch gerne noch eines Besseren belehren, aber so wie ich es jetzt daraus gelesen habe, dank des netten Fair Use, was sie in Amerika haben, kann ja jeder alles nutzen und theoretisch kann dadurch auch jeder sagen, dass das seins ist. Problem ist zum Beispiel, jemand macht ein Lied, stellt das online, ein Ja. anderer nimmt das, packt das irgendwo bei einem Video in den Hintergrund, sagt dann, das Video ist sein Urheberrecht, dementsprechend das Lied ist mit drinne, bam, hast du dein Claim und wenn er ganz fies ist, setzt er das direkt auf Strikes. Und so kann ganz schnell sein, dass du selbst als Urheber deinen Kanal weg hast. Und dann viel Spaß mit dem Auseinandersetzen mit YouTubes Support, der ja mehr oder weniger nicht vorhanden ist, wenn es um sowas geht. Ja, das, ja. Und dann stehst du da fröhlich, ja, drei Strikes, Kanal weg, Arrivederci, das war's. Ja, ohne Läuft. Worte weggetreten. Richtig. Läuft voll und ganz. Läuft nämlich sonst wohin. Man fragt sich ja immer noch, was der Google-Chef so manches Mal da raucht. Aber ich bin gespannt, ob die ganzen Google-Plus-Befürworter jetzt immer noch der Meinung sind, ja, ist doch alles nicht so schlimm, was habt ihr denn? Was ist Bin denn ich auch daran mal schlimm? gespannt. Ich habe jetzt leider nicht verstanden, was ihr beide gleichzeitig gesagt habt. Ich hab nur gebrummt, wie immer. Und ich habe gesagt, was ist denn daran so schlimm? Ja, was ist denn daran so schlimm? Naja, wie war das? Ich glaube, wenn Scheiß auf dein... Rechte. Ja, scheiß auf Rechte, ja, das ist ja das Problem. Die pissen dir mit den Rechten ja dann richtig an vor. Gut, man könnte jetzt sagen, wir in Europa sind ja so ein bisschen außen vor. Wir haben ja anderes Rechtesystem. Wir müssen ja für Let's Plays eh Duldungserklärungen und Ja, alles haben. haben ja sowieso da Gewitter ohne Ende. Ja. Aber da ja auch Musik da drin sein kann, wo irgendwer anders sich ein Recht drauf theoretisch sichern kann, auch wenn es. Einbildet. Ja, genau Einbildet. das. Nennen wir es mal einbildet. Ja, das habe ich ja schon als Treffer gehabt. Nicht zuletzt auch bei dem einen Musikstück, was ich da gemacht habe, wo ich mich ja noch mit auseinandersetzen muss. Du ja Ja. genauso schon. Ne? Und auch mit Let's Plays hatte ich da ja schon meine Ja, aber Erfahrung. das hat sich ja Gott sei Dank bei Call of Duty relativ schnell verflüchtigt. Ich habe ja nur die netten Hinweise in den, ich meine, den Audio-Content habe ich geprüft und habe ich ungesehen bestätigt, weil das war einfach so. Ja, das ist ja auch Das richtig, konnte mache man ich ganz auch. klar erkennen. Den visuellen Content, wie gesagt, Cutscenes sind ja bevorzugte Trefferquellen. Da habe ich gedacht, nee, Jungs, ihr habt doch jetzt wohl einen Arsch offen. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, was und wer und wo, aber die hier Man mehr könnte. da, das Ich glaube, es funktioniert reicht nicht. doch, wenn man dazu sagt, damit man noch ein bisschen mit Facepalm beschäftigt sein kann. Es war ein Netzwerk oder ein Kanal, jedenfalls ja jemand, der sich die Rechte da ges angeblich gesichert hat für Kinderprogramm, ne? Ja, für Kinderprogramm, genau. Und da habe ich mich Kinderprogramm, gefragt, USK 18 Titel, ja, Shooter. genau, ein USK 18 Titel, ja, nee. Da sind wir wieder beim Shooter-King-Theorem. Wie gesagt, dazu fällt mir persönlich nichts mehr Ja, ein. richtig. Ja, und theoretisch könnte ja mit deinen visuellen Treffern sich da einer hinstellen, legt da irgendwelche andere Musik hinter und sagt dann, das ist seins. Das visuellen Content gibt's auch. Und wenn du dann Pech hast, kriegst du direkt einen Strike da drauf, wenn er das ganz fies eingestellt hat. Und das ist halt das große Problem jetzt. Ja, und ja.
Dementsprechend kann das ganz schnell gehen, dass man von uns, das dann, beziehungsweise nicht nur von uns, dass dann einige ganz schnell weg vom Fenster sind. Richtig. Ich habe mir gestern auch mal bei meinem Video, ich habe ja da einen Account angeguckt. Problem ist, es ist keine wirkliche Alternative. 15 Minuten Videos maximal, gut, das hatte man hier am Anfang auch, aber auch von der Maximalauflösung her, die liegt deutlich unter HD. Das ist natürlich blöd. 144p. Autsch. Aber ja. Nicht mal. Das nennt sich High Quality und ja. Super, gut, können wir kleiner rendern, spart Platz, ne? Jo, ja, schon. Aber ja, und dann halt ja wohl viele ja schreien, es wird Zeit, dass es eine Alternative gibt. Ich hab's mir mal den Spaß gemacht und hab's so gestern mal überschlagen, weil ich überlege, ob ich das als Aspekt in meine BA mit reinnehme noch. So theoretische Ausarbeitung, wenn da hinterher noch Zeit und Platz ist. Du hattest ja auch gesagt, Retschi, du würdest, wenn die Software steht und das wirklich funktionieren würde, damit locker... Reiß ich mir einen Arsch dafür auf, dass wir da einen Server-Background für kriegen. Das kannst du glauben. Mach doch sowas wie Okami und Retschi.de. Das Video bleibt vor. Nein, wir wollten es dann Goldfisch.tv nennen. Ja, genau. Damit der gute Lück, falls er gerade zuschaut, dann weißt du schon mal, wo dein Goldfisch deine Tantiemen, die er dir abgezogen hat, hin investiert hat. Richtig. Eieiei. So, wir haben jetzt auch so viel Schnee, wie wir wollen. Ich habe mal die Zeit genutzt, die du geredet hast und habe mal eine kleine unendliche Schneefarm gebastelt und können dementsprechend auch mal hier mitbauen. Ich überlege gerade, was ich dir antun. Genau. Bloß weg mit dem Zeug. Was denn? Ich habe eine Schneephobie. Jetzt stell dich mal nicht so an. Schneephobie. Denk daran, fordere mich nicht heraus, sonst ballere ich die ganze Bude mit Schnee zu. Deinen ganzen Dom, ich glaube, das wäre dann ganz mies. Ich will PvP haben. So, wo waren wir eben? Wo haben wir schön rüber philosophiert zuletzt? Claim-Treffer, ne? Genau, Claim-Treffer. Waren wir ja dann auf den Punkt gekommen mit eigenem Netzwerk. Ich habe es mal, wie gesagt, durchgerechnet und kalkuliert. Wenn man es rein nur für Let's Player machen würde, eine reine Let's Player-Plattform, du willst das nicht bezahlen, das will keiner von uns bezahlen, nicht freiwillig. Für den Startup, für die Server bin ich so auf 110.000 Euro rausgekommen. Nur für die Grundausstattung an Datenstorage-Servern, Backup-Server und halt Verwaltungsserver für die ganzen Nutzer und so weiter. Wie geht? Dazu kommt ja noch dann der Punkt, dass du Lizenzen einkaufen musst. Weil das gehört auch bei Videospielen dann böserweise damit zu. Richtig. Die sich ja dann doch in ganz hohen Summen belaufen dürften. Wenn man da mal so ein paar Zahlen irgendwo findet, denkt man sich auch nur, yep. Das heißt, also mal salopp gesagt, für ein Startup, für rein Let's Player, ist es ein Millionenbetrag. Pfui. Also dafür nur... Ja, läuft. Ja, läuft. Also habe so ich ja auch mal, hab ich auch mal ebenso auf meinem inoffiziellen Schweizer Nummernkonto rumliegen. Das ist so Schweizer, ich habe eins in Österreich, Goldfinger. Wer das jetzt glaubt, ne, soll sich bitte den Kopf immer gegen die nächste Wand hauen. Ich meine, Gott, der kann doch auch noch einsteigen. Du hast doch gesagt, du hast ein Konto auf den Caymans, ne? Nein, ich habe einfach mit dem Goldfisch gesprochen und der hat mich beraten, wie ich das am besten anlegen kann. Sollen wir nochmal Schlaf nehmen? Ja, können wir machen. Ich eidel die ganze Zeit schon wieder nur rum. Ich auch. Es geht meine Chestplatte nämlich gleich leer und dann habe ich hier wieder so viel Mobs drin und so. Immer diese grünen Junkies. Ja, ich habe einen Solarhelm, ist besser als ein Atomkraftwerk auf dem Kopf. Ja, für eine Strahlung, brauchst du keine Beleuchtung mehr. Strahlende Zukunft und so. Ja, und obwohl ich verstrahlt bin ich ja auch eh, ne? Ja. Achso, sollten wir vielleicht nochmal Kevin Tobi sagen, ne? Achso, ja, da kommt's schon. Der liegt schon, Fragezeichen. Ja, wo liegt der denn? Eins. Immer muss ich hab's nicht hingekriegt zu schreiben. Also ich muss jetzt, wo ich gerade League sehe, muss ich gerade wieder an League of Legends denken. Richtig, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja sehr lange, ich habe mir das ja nie angeguckt, ich habe mir immer nur die Erzählungen angehört. Jetzt habe ich es mir mal angetan und habe mir ein Video dazu angesehen. Und jetzt weiß ich, warum League of Legends LOL abgekürzt wird. Ich weiß es jetzt. Ich habe es mir angeguckt und ich bin aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen.
Ja. Jetzt mögen mich Hardcore-Anhänger da vielleicht ragen, aber ich find's nur zum Lachen. Sorry. Ja. Da ist er weg. Hat doch nicht mal Schluss gesagt. Ich dachte gerade, weil ich mich gerade aus dem Spiel rausgeklickt habe. Nee. Weil ich gerade geguckt habe, ob hier alles läuft, so Aufnahmenzeugs und so. Und habe was im Hintergrund geschlossen, was noch geöffnet war. Oh, er hat mir zwei Apiaries geschmissen, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Wann war er denn hier? So, auf jeden Fall. Das war ich. Ach, das warst du. Da wissen wir auf jeden Fall, für ein mögliches Startup bräuchten wir einen Millionenbetrag. Puh. Diese Millionensumme, wenn dann der Content anläuft, kannst du mindestens noch 2 bis 3 Mal für Aufrüstung im ersten Jahr alleine nochmal oben drauf rechnen. Mhm. Auch wegen neuen Lizenzen etc. pp. Ist es ja dann so ein Dauerthema. Vor allem, was braucht man da noch alles? Anwälte etc. pp. Das muss ja auch alles geregelt sein. Mhm. Oh, ja. Ja. Da sind wir auf jeden Fall bei einer Summe, die, wie gesagt, von uns keiner bezahlen will. Und ich weiß nicht, warum ich gerade ein Déjà-vu habe. Ich komme mir vor, als wenn ich diesen Zaun hier vorne schon mal gebaut habe. Ja, Déjà-vu, lass das mal. Ja, und ich habe ihn wieder abgebaut, weil ich auch Zaun brauchte. Sagen wir mal so, es ist nicht so, dass es ein Betrag ist, den keiner von uns bezahlen will. Es ist nur so, dass keiner von uns diesen Betrag bezahlen kann. Das auch. Ich meine, wenn ich es hätte, sofort. Ja, das nächste Problem ist ja dann, du musst die Leute auf die Plattform drauf bekommen, ne? Ja. Jetzt sagen wir mal so, kleine YouTuber, die das als nebenbei machen, die davon nicht leben müssen, sondern vielleicht damit ihr Hobby finanzieren maximal. Den tut es nicht so weh, dann im Zweifelsfall zu sagen, okay, bis das angelaufen ist, habe ich halt kaum Einnahmen. Aber jemand, der davon leben muss, bringt den mal dazu, dass er das mitmacht, wenn er mit der Voraussicht, hey, du hast die nächsten vielleicht, wenn es schlecht läuft, ein Jahr keine Einnahmen. Auch so ein Punkt. Ja, und die derzeit großen YouTuber haben ja alle ein Netzwerk eigentlich. Deswegen. Richtig. Also nicht alle, aber fast alle. Richtig. So Mediakraft und so ein Zeugs halt. Die Frage ist, ob man diese Umstellung mitmachen will mit dem Netzwerken, ne? Ja. Was ist denn hier kaputt? Also irgendwas ist hier gerade nicht richtig. Hallo? Habe ich noch? Houston, wir haben kein Problem. Doch, Houston, wir haben ein Problem. Was haben wir denn für ein Problem? Wieso? Was soll denn das hier schon wieder? Und ich baue die Mauer und ich baue die Mauer. Mauer, 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 Mauer. Hat mir hier irgendeiner meinen Energized Glowstone geklaut? Was? War's nicht? Was für ein Ding? Das glaube ich dir nicht. Ich weiß nicht mal, wie das aussieht. Warte, ich will erst mal wissen, was das ist, dann kann ich's dir sagen. Ich wüsste nicht mal, was das ist. Dementsprechend glaube ich nicht, dass ich sowas schon in der Hand gehabt habe. No, das habe ich auf keinen Fall. Ich weiß, wer sowas hat, aber es ist auch schon lange. Nein. Das ist dieser falsch rum Eimer, ne? Also. Ach, verdammt, das Ding. Ach, dieser Flüssig-Glowstone. Mist. Ja. Jetzt weiß ich warum. Kacke. Ich dachte, das geht so. Oh Mann, ey. Aber, hä? Moment mal, warum geht denn das dann bei ihm? Keine Ahnung. Das müsste doch dann eigentlich auch nach oben wegfließen. Ja. Ich bin verwirrt. Das bist du immer. Nicht immer, aber immer öfter. Ja. Es kommt im Alter. Zweiter Strike. Und zu deiner Frage, Herr Okami, was Energized Glowstone ist, wo ist er denn da hinten? Ja, ja, dieses Zeug, was hochfließt. Ich weiß, jetzt wo er das gesagt hat. Ich habe einen Baum, der runterwächst. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass er nicht zu weit wegfließt. Huch. Eingesammelt. Huch, Schwein gehabt. Braucht ihr Blattwurt? Haben wir, glaube ich, selber. Ach, siehst du, Herr Okami, du wolltest doch mal testen, ob man die Dinger auch in einer Dings pflanzen kann hier. Oh, jetzt habe ich was angestellt. Glaube nicht. Das verschwindet schon mit der Zeit. Ich weiß, irgendwann werde ich es nicht mehr sehen, dann ist es nur noch eine Erinnerung. Ja, eine schlechte. Dann muss ich eben doch Lava nehmen. Ich wollte es zwar eigentlich nicht, aber wenn es nicht anders geht, dann muss ich eben halt doch Lava nehmen. Lava haut mir wenigstens nicht ganz so weit ab. Habe ich ja genügend von. So, hier machen wir. Aber das könnte euer Haus entzünden.
Da ich hier unten alles mit Stein gebaut habe, eher weniger. Dann baue ich einen Holzpfad bis zu eurem Haus nach oben.